Hi zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Minimalismus-Mittwoch. Entschuldigt bitte, dass ich heute ein bisschen fertig aussehe. Ich wollte das Video eigentlich schon vor Tagen drehen, aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, es sind mir noch zu wenig Sachen. Ich will noch suchen und hatte dann aber auch nicht wirklich Zeit, noch was zu suchen. Und jetzt ist Dienstagabend und ich bin wieder mega knapp dran und morgen ist Mittwoch und ich will das Video fertig machen. Ich war heute im Büro und hatte dementsprechend auch erst jetzt heute Abend Spätzeit, also es ist jetzt gleich 9. Und ich dachte mir, gut, bevor ich dann halt das Video irgendwie verschieben muss, weil ich auf Teufel komm raus mehr Sachen finden will, lasse ich es halt doch bei der Anzahl, die ich jetzt habe und versuche dann einfach nächste Woche wieder mehr zu finden. Es sind dieses Mal auch wieder viele Kleinigkeiten dabei, aber um ehrlich zu sein, sind es auch lauter Kleinigkeiten, die mich genervt haben und bei denen ich jetzt wirklich froh bin, dass sie weg sind. Der ein oder andere mag die vielleicht nicht zählen bei sich in seinem Besitz, weil es halt wirklich nur Kleinigkeiten sind, die man einfach so wegschmeißen könnte. Aber ja, wir hatten ja über diese Sache schon geredet. Ich zähle sie jetzt und das sind auch wirklich Sachen, die schon ewig hier rumliegen und ich denke mir, ja, soll ich sie aufheben, soll ich sie nicht aufheben? Letztlich habe ich mich jetzt dafür entschieden, sie endlich wegzuschmeißen und deswegen zähle ich die jetzt auch. So, wer letzte Woche auf meinem Kanal intensiver geschaut hat, hat gesehen vielleicht, dass ich nicht nur das normale Minimalismus-Short gedreht habe mit dem Minimalismus-Mittwoch-Content, sondern am Tag darauf war es, glaube ich, auch noch ein kleines Spielchen mitgemacht habe mit der lieben Sarah, die ihr Würfelgame ins Leben gerufen hat, sage ich mal. Und da habe ich gewürfelt und hatte eine 4 und da sind schon am Donnerstag 4 Sachen ausgezogen. Das war zwar eigentlich jetzt noch in Kalenderwoche 4, aber ich hatte für Kalenderwoche 4 ja schon meine 52 Sachen zusammen. Deswegen zähle ich das jetzt einfach zu Kalenderwoche 5 dazu und zeige euch das jetzt einfach nochmal kurz für diejenigen, die das nicht gesehen haben. Und zwar hatte ich zuerst einen Stapel an Rezepten aussortiert. Den hatte ich nicht bei meinen regulären Rezepten dabei, sondern in einem separaten Hefter, indem ich Sachen aufbewahre, die ich verschenken wollte. Und hier ist zum Beispiel ein Rezept für Essig und Öl mit Kräutern drin. Hier ist eine Bratapfelmarmelade, aber ich habe dieses Jahr ja eine gekocht, die auch wirklich lecker war. Das heißt, das Rezept brauche ich dann nicht mehr, weil ich da ein anderes habe. Hier sind noch Weihnachtsmuffins aus dem Glas, wo ich mir denke, brauche ich so ein Rezept wirklich aufheben. Backmischungen. Senfe, die ich aber schon gemacht hatte und verschenkt habe, was ich aber jetzt irgendwie nicht glaube, dass ich das nochmal mache und so weiter und so fort. Also lauter Rezepte für kleine Geschenke aus der Küche, die ich jetzt alle mal da rausgenommen habe, mir durchgeguckt habe. Ein, zwei Sachen habe ich aufgehoben, weil ich dachte, die kann ich vielleicht nochmal ausprobieren oder ich werde sie demnächst ausprobieren und dann schauen, ob ich das wirklich verschenke oder eher nicht. Aber die meisten Sachen hatte ich entweder schon ausprobiert oder dachte mir, na nee, muss ich nicht aufheben. Deswegen wird dieser eine Stapel an Geschenke, Rezeptideen für Geschenke direkt mal als erstes aussortiert. Nummer 1. Dann hatte ich noch 3 Sachen übrig, die ich suchen musste. Und dann bin ich nochmal in mein Regal gegangen und habe tatsächlich 3 Bücher gefunden. Einmal ein Bertolt Brecht, den ich aus der schon öfter erwähnten Bücherei, Bibliotheks, Auflösung, Privatbibliotheksauflösung mitgenommen hatte, habe ich tatsächlich nie reingeschaut und habe das schon ewig in meinem Regal und das habe ich eigentlich auch nur aufgehoben, weil ich mir dachte, ach, es ist ein Klassiker, den man vielleicht mal gelesen haben sollte, aber ich habe ihn halt nie gelesen und wenn ich den wirklich irgendwann lesen möchte, dann finde ich da bestimmt auch irgendwie die Möglichkeit, es irgendwo zu leihen oder so, deswegen kommt der Brecht hier mal weg. Und dann hatte ich noch ein Buch aus der Schulzeit, nämlich Nathan der Weise. Das habe ich auch in der Schulzeit gelesen, fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Wir hatten das damals, glaube ich, sogar im Theater angeschaut mit unserem Deutschlehrer. Und wollte das eigentlich nochmal lesen, aber habe es nie geschafft, es nochmal zu lesen. Und die meisten meiner Theaterstücke, sag ich mal, habe ich aufgehoben, weil ich damals dachte, vielleicht kann ich die für meine Karriere, die jetzt doch nicht stattfindet, als Schauspielerin nochmal benutzen. Was ja jetzt, wie ihr wisst, nicht der Fall ist. Und Nathan der Weise ist jetzt auch nicht so das Mega-Stück, was vielleicht für mich interessant ist, weil auch nicht wirklich
größere Frauenrollen drin vorkommen, also Monologe, die man da nutzen könnte oder so. Deswegen habe ich mir gedacht, brauche ich nicht mehr. Das war dann das zweite Buch. Und das dritte Buch ist tatsächlich ein riesiger. Hoppala. Das dritte Buch ist ein riesiger Wälzer, nämlich dieser Oxford hier. Den haben wir fürs Abi gebraucht. Das ist Englisch auf Englisch quasi Synonyme finden. Und hat mich damals schon gewundert, warum man sowas fürs Abi benutzt. Ich meine, natürlich, wenn du weißt, wie ein Wort heißt oder wie ein ähnliches Wort heißt, wie das, was du suchst, dann ist das natürlich sinnvoll. Aber ganz ehrlich, wer sucht denn in der Prüfung nach einem Wort, was so ähnlich ist wie ein Wort, das erkennt? Also ich habe das damals schon als nicht so sinnvoll erachtet. Dieses Buch, das mussten wir damals kaufen, weil halt fürs Abi zugelassen und so weiter. Und es war auch gar nicht so billig. Also ich glaube, das werde ich mal versuchen, ob ich es verkaufen kann vielleicht. Ist halt nicht die neueste Ausgabe, aber ich werde es trotzdem probieren. Aber für den Alltag brauche ich das einfach nicht. Wenn es wenigstens ein reguläres Wörterbuch Deutsch-Englisch wäre, aber selbst da nutzt man einfach mittlerweile eher die Übersetzer-App oder irgendeine andere browserbasierte Übersetzung, als hier im Wörterbuch reinzugucken. Von dem her habe ich mir gedacht, brauche ich das Ding eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben sogar noch ein dickes Deutsch-Englisch-Wörterbuch, das von meinem Freund ist. Aber das ist von mir und deswegen kann ich das weggeben. So, das waren die Sachen aus dem Minimalismus-Würfelspiel. Jetzt gehe ich mal der Reihe nach, was so an wirklich unbedeutenden Sachen noch ausgezogen ist. Und zwar habe ich hier, ich weiß gar nicht, wo ich das her hatte, aber das ist ein Aktionscode-Gutschein-Preisvorteil von Jochen Schweizer. Ich habe den aufgehoben, weil wir in letzter Zeit öfter mal Jochen Schweizer Sachen verschenkt haben. Also solche Gutscheine. Und dann dachte ich mir, wenn wir das jetzt öfter machen, können wir ja vielleicht diesen Preisvorteil auch nutzen, wenn wir dann eine größere Bestellung machen, was uns dann auch zugute kommt. Aber ich habe dann gesehen, leider ist dieser Preisvorteil-Gutschein am 31.12. abgelaufen. Das heißt, wir können das jetzt eh nicht mehr nutzen und deswegen werde ich das jetzt wegschmeißen. Ist vielleicht für viele einfach nur ein Stück Karton, was irgendeiner Bestellung beigelegen hat, aber ich habe das halt bewusst aufgehoben, weil ich es benutzen wollte. Deswegen zähle ich das jetzt auch und schmeiße es jetzt bewusst weg. Dann habe ich hier noch einen anderen Gutschein, den ich gar nicht so krass zeigen kann, weil halt auch die Namen draufstehen. Beziehungsweise es geht eigentlich sogar. Also es ist ein Gutschein von meinen Eltern. Meine Mutter hat den selbst gebastelt. Da hat sie mich eingeladen in die Körperwelten. Ich glaube, ich hatte euch ja sogar erzählt, dass ich da war mit meiner Mutter. Und ja. Da steht einfach nur drauf, Gutschein, alles Gute. Und ich habe das halt aufgehoben, weil es halt selbst gebastelt ist und so weiter und so fort. Aber der Gutschein ist mittlerweile eingelöst und ja, ich denke, als Erinnerung daran habe ich andere Sachen als dieser Gutschein. Deswegen hänge ich da jetzt nicht wirklich dran und deswegen werde ich diesen klobigen großen Gutschein jetzt aussortieren. Dann habe ich hier noch einmal vor langer Zeit ausgedruckt den Saisonkalender von Smarticula. Den habe ich mal im Internet gefunden, weil ich mich saisonaler ernähren wollte. Da ich jetzt aber eh mein Gemüse selbst anbauen möchte, fällt es, denke ich, nicht so schwer und ich brauche auch diesen Kalender nicht. Stellvertretend habe ich jetzt mal diese eine Seite hier vom April. Da steht dann drauf, was wächst gerade in dem Monat im Freiland, was wächst in Lagerhaltung oder was gibt es aus Lagerhaltung und was wächst im Gewächshaus. Und dann kann man sich eben dementsprechend ernähren oder genau die Sachen im Supermarkt kaufen, die jetzt regional oder Saison haben in der Region. Ich denke mir aber auch, wenn ich sowas wissen will, muss ich da nicht ein Blatt Papier aufheben oder mehrere Blätter Papier, sondern kann das zur Not auch online kurz gucken. Deswegen brauche ich dieses Ding, also diesen Saisonkalender jetzt nicht aufheben. Der kommt ebenfalls weg. Ihr seht, es ist sehr viel Papierkram dabei, es wird auch noch mehr. Aber ja, dann habe ich hier noch zwei Zeitschriften gefunden, die ich aufgehoben hatte. Das ist einmal von der Krankenversicherung und einmal von der Bank. Das von der Krankenversicherung bekomme ich regelmäßig zugeschickt. Ich glaube, das ist, weiß ich nicht, einmal im Monat oder so oder einmal alle 2 Monate.
Manchmal sind da ganz interessante Artikel drin. Ich blätter mir das dann meistens irgendwie so grob durch und kopiere mir Sachen raus oder scanne mir Sachen raus, die ich interessant finde, oder lese die auch direkt durch und den Rest schmeiße ich dann weg. Das hatte ich jetzt schon eine Weile aufgehoben. Das ist von April 2023. Also ich weiß nicht, warum das so lange jetzt, oder es ist aus 2023, ich weiß noch nicht, ob es monatlich erscheint. Auf jeden Fall ist es etwas älter und deswegen werde ich das jetzt entsorgen. Und das andere ist von der Bank, wie gesagt. Das hatte ich letztes Jahr auch bekommen, als ich irgendwie meinen letzten Banktermin hatte oder sowas. Und habe es mal mitgenommen, um es anzugucken, aber war jetzt nicht wirklich so viel Interessantes drin. Deswegen können die beiden Zeitschriften jetzt weggehen. Dann habe ich noch ein wenig meine Dokumente sortiert und gescannt und so weiter und habe dabei fünf Folien erwischt, die ich eigentlich nicht mehr brauche. Ich habe ja einen riesen Ordner voll mit Folien und immer dann, wenn mir einzelne entgegenkommen, denke ich mir, nee, die einzelnen muss ich nicht auch noch abheften und aufheben. Deswegen habe ich mir gedacht, die fünf, bevor ich sie auch nur irgendwo einsortiere wieder, schmeiße ich die direkt weg oder sortiere sie aus. Ich habe auch noch eine Sammlung an Folien unten in meiner zu verschenken Kiste drin. Vielleicht werde ich die einfach einer Freundin wieder schicken, die hat öfter mal Folien von mir genommen, weil die Lehrerin ist und die braucht ganz viele Folien. Und vielleicht werde ich ihr da einfach wieder ein Päckchen packen und die ihr zuschicken. Ansonsten, vielleicht will es auch jemand anders aus der zu verschenken Kiste nehmen. Aber die fünf kommen jetzt mal weg. Und dann habe ich, wie gesagt, meinen Stapel Papierkram ausgemistet und einen riesen Stapel an Papierkram, den ich wegschmeiße. Also ich habe alles gescannt und die wichtigen Sachen werde ich natürlich wieder aufheben, wie Versicherungspolicen oder Gehaltsabrechnung, so Zeug. Das hebe ich normalerweise immer auf. Aber das hier sind irgendwelche Anschreiben oder irgendwelche Sachen ohne Unterschrift und sonstiges Zeug. Und ich mir denke, das brauche ich einfach nicht. Und das ist echt ein riesiger Stapel, wie der da zusammengekommen ist. Ist von einem guten Jahr, oder ja, in einem Jahr ungefähr, weil ich wieder viel zu faul war, die Sachen zu scannen, und habe mich letztens mal hingesetzt, ein paar Tage lang abends, und das wirklich akribisch und sorgfältig alles gescannt, und deswegen kann ich diesen Stapel jetzt wegschmeißen. Das zähle ich aber jetzt als eins, weil es halt wirklich, wenn ich das einzeln zählen würde, dann wäre ich ja locker bei, keine Ahnung, 50. Aber da würde ich mir ein bisschen wie ein Cheater vorkommen. Deswegen werde ich das als eins zählen. Ich werde das dann demnächst, vielleicht sogar schon morgen, mal gucken, fein säuberlich schreddern, und dann fliegt es weg. So. So langsam kommen wir dann zu den etwas interessanteren Sachen. Ich gehe mal weiter im Büro, und zwar habe ich meine wenigen CDs, die ich dort habe. Also CDs im Sinne von DVDs, auf denen Fotos drauf sind oder irgendwelche Sachen, die gefilmt wurden und so weiter, durchgeschaut und habe festgestellt, dass es da noch zwei gibt oder drei, die ich eventuell einfach auf einen Datenträger spielen kann, also eine Festplatte oder einen Stick oder beides, damit es doppelt gesichert ist. Und dann brauche ich auch weniger von diesen Hüllen. Also die CDs habe ich jetzt noch nicht aussortiert, weil ich das erst noch überspielen muss. Das wollte ich dann nicht so voreilig machen. Die sind dann nächste oder übernächste Woche mit dabei. Aber die drei Hüllen, die mir von meinen noch vorhandenen Hüllen am wenigsten so gefallen, beziehungsweise die am langweiligsten sind, nämlich diese drei durchsichtig weißen hier. Ja, es ist eigentlich nur durchsichtig. Die dürfen jetzt diese Woche schon mal gehen. Das sind drei Stück. Und wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich von der Sorte schon sehr viele Hüllen aussortiert habe. Und ich habe mir immer gedacht, so ein paar möchte ich noch in Hinterhand behalten. Vielleicht brauche ich die noch, weil ich auch noch ein paar unbespielte DVDs habe, weil ich ja öfter mal irgendwie Filmchen gedreht habe, auch in der Vergangenheit schon. Und Filmchen gedreht klingt jetzt merkwürdig, aber ich habe zum Beispiel bei den Theateraufführungen, bei denen ich dabei war, Backstage-Videos gemacht. Und habe dann jedem so eine DVD in die Hand gedrückt nach Abschluss der Produktion, und habe dann ein Backstage-Video gemacht oder habe zum Beispiel mit meiner allerersten Kamera, das war so ein alter Camcorder, bei meinem Onkel, die Priesterweihe zum Beispiel, mitgefilmt ein bisschen, und solche Sachen habe ich da gemacht. Mal gucken, das Video muss auch noch irgendwo sein. Ach, das wäre spannend, das zu finden. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich das aufbewahrt habe. Es wäre richtig cool, das wieder zu finden. Da war ich noch sehr jung. Egal, ich schweife ab.
Und ich dachte mir immer, vielleicht brauche ich ja diese DVDs noch irgendwann, dass ich die bespiele. Aber ich glaube, wenn ich irgendwann mal wieder so einen Film drehen sollte, aus irgendeiner Veranstaltung oder so, dann würde ich den weniger auf einer DVD als vielmehr auf einem Stick weiterreichen. Die Leute können den sich auf dem PC ziehen und dann dort speichern oder so und ihn dann eben da anschauen. Und ich glaube, so eine DVD würde ich dann eher weniger brauchen oder, ja, mal gucken. Also vielleicht werden die DVDs, die leeren, auch noch irgendwann aussortiert. Und die restlichen leeren Hüllen auch, aber diesmal sind es jetzt erstmal nur diese drei. Gut, dann gehen wir tatsächlich in die Küche. Ihr werdet es nicht glauben, beziehungsweise nein, ich habe vorher noch was anderes und zwar eigentlich was sehr Trauriges. Und zwar habe ich hier eine Strumpfhose, die ich schon unzählige Male gestopft habe an den Zehen, weil ich es, also ich habe die, ich liebe diese Strumpfhose. Ich habe sie nicht nur geliebt, ich liebe sie. Ich habe die schon so lange und ich habe die so oft getragen und ich habe sie so oft schon an den Zehen durchgetragen und habe sie immer wieder gestopft und genäht und dann ging es wieder auf und habe ich es wieder genäht und dann ging es wieder auf und habe wieder genäht. Also ich habe die wirklich bis zum Äußersten getragen, weil ich sie einfach so gern anziehe. Sie ist ultra bequem, sie hat ein interessantes, angenehmes Muster hier. Irgendwie war die so praktisch und flauschig und die Farbe fand ich auch toll. Aber sie ist halt mittlerweile nicht nur an den Zehen durch, sie ist auch an der Ferse durch, sie ist hier nicht nur, hat hier nicht nur ein Loch, sondern ist auch, ihr seht meine Hand durch, sie ist so durchgetragen überall, also richtig dünn auch geworden. Und deswegen habe ich habe zwar gestern oder vorgestern nochmal versucht, sie zu stopfen, zu nähen, aber ich habe dann gemerkt, es ist überall so dünn geworden, egal was passiert, ich werde sie beim nächsten oder spätestens übernächsten Tragen wieder durchlöchern. An allen Stellen vermutlich und deswegen habe ich mich dafür entschieden, schweren Herzens mich von dieser Strumpfhose zu trennen. Aber ich hoffe einfach, dass ich bald wieder so eine ähnliche finde. Ich glaube, die war damals von Chibo oder so. Lass mich mal gucken, vielleicht steht es im Zettel noch drin. Oh, der Zettel ist natürlich auch schon so durchgetragen, dass man es nicht mehr... Ah doch, hier. Doch, ist von Chibo. Also unbezahlte Werbung. Chibo hat mich nicht dafür bezahlt. Dafür ist die Strumpfhose auch schon viel zu alt, um ehrlich zu sein. Aber diese Strumpfhose habe ich echt geliebt, wirklich. Richtig toll. Und ich hoffe, dass ich so eine ähnliche wiederfinde, aber die hier ist, glaube ich, einfach nur noch für die Tonne. So weh es mir tut, so leid es mir tut, sie hat ihre Dienste getan und sie hat es verdient, jetzt in den verdienten Ruhestand zu treten. Goodbye, Strumpfhose. So, und nach diesem emotionalen Ausbruch meinerseits kommen wir jetzt endlich in die Küche. Und zwar war ich der Meinung, ich hätte meine beiden Backmatten, die ja wirklich schon eklig und drüber und verfettet und nicht mehr sauber zu bringen sind, aussortiert. Aber offensichtlich hatte ich nur eine aussortiert. Die andere habe ich nämlich noch auf meinem Backblech gefunden. Diese hier. Die wird jetzt diese Woche auf jeden Fall aussortiert. Ich habe noch eine angefangene Packung Backpapier da. Die werde ich jetzt mal aufbrauchen. Und dann mal schauen, ob ich mir Ersatz hole. Eigentlich hätte ich schon gern wieder so eine Backmatte, die ich dauerhaft benutzen kann, sodass ich nicht ständig diese Papierversion kaufen muss, weil es halt auch nicht so nachhaltig ist. Aber momentan muss ich sagen, bin ich so unzufrieden geworden mit diesen hier, mit denen ich am Anfang echt zufrieden war, dass ich gerade sehr gerne dieses Papier, Backpapier benutze. Aber ich glaube nicht, dass es auf Dauer sein wird, weil es halt auch eine Kostenfrage ist, sich ständig diese neuen Dinger zu kaufen. Und wir benutzen den Ofen halt echt oft. Deswegen, ja, wird es über kurz oder lang schon wieder auf eine Backmatte hinauslaufen. Aber jetzt für den Zwischenzeitraum, sage ich mal, habe ich dieses normale Backpapier. Und ja, bin ehrlich gesagt auch ganz happy damit. Dann habe ich nochmal in meine Schublade geguckt und falls ihr euch erinnert, dieser Flaschenverschluss, der war als Geschenk dabei bei irgendeiner Bestellung. Ich weiß es nicht, da konnte ich mir ein Geschenk aussuchen. Nee, ich glaube, ich habe irgendein Produkt registriert oder so und dann war dieser Verschluss als Geschenk dabei. Und ich habe damals schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich den behalte, weil wir haben eigentlich zwei Flaschenverschlüsse, einen für Weinflaschen und einen für Sektflaschen. Und eigentlich haben wir nie mehr als eine Flasche Wein offen. Momentan haben wir mehr als eine Flasche Wein offen, eine im Kühlschrank und eine Rotweinflasche, die außerhalb des Kühlschrankes steht. Aber die im Kühlschrank hat einen Schraubverschluss, das heißt, da brauche ich gar keinen Verschlussdeckel. Und
Damals, als ich das gesagt hatte, dass ich nicht weiß, wie lange dieses Ding hier wohnt, hat ein Freund gesagt, wenn du das aussortierst, gib's mir. Deswegen werde ich ihn jetzt fragen, ob er das haben möchte. Und wenn nicht, dann werde ich es anderweitig verschenken oder so. Ich denke, sowas kann vielleicht, also finde ich bestimmt jemanden, der das brauchen kann, bin ich mir fast sicher. Aber dieser Verschluss darf jetzt gehen. Ich glaube, ich habe den einmal benutzt und ansonsten nicht wirklich gebraucht. Von dem her tut es mir auch nicht so weh. Was mir etwas mehr weh tut, eventuell, und vielleicht darf ich das auch gar nicht so laut sagen, weil das auch mit einer Entscheidung meines Freundes war, uns das zuzulegen, aber wir benutzen es einfach nie, sind diese beiden Messer hier. Dies sind so, ich glaube, es sind so eine Art Filetiermesser für Grapefruits oder so. Oder für andere Zitrusfrüchte. Die haben wir uns vor einer Ewigkeit entweder mal gekauft oder schenken lassen. Ich weiß es nicht. Aber wir haben auch vier Grapefruit-Löffel, die so Zacken dran haben. Und die sind halt äußerst praktisch, um Grapefruits zu essen. Wir essen nicht oft Grapefruits, aber diese Löffel würde ich auf jeden Fall behalten wollen, weil man damit sehr, sehr praktisch diese Zitrusfrüchte, also man schneidet die einfach nur halb und kann dann schön die Filets rauslöffeln. Das ist äußerst praktisch, vor allem, weil man halt auch den Saft dann einfach mitlöffeln kann, falls man nicht so viel Fruchtfleisch erwischt. Und diese Messerchen hier, die haben wir irgendwie gefühlt nie benutzt. Und auch wenn die von einer guten Marke sind, ich glaube, ich werde die versuchen zu verkaufen, erstmal, weil sie halt, ja, wie gesagt, von einer guten Marke sind und auch neuwertig. Ja, wir brauchen sie halt nicht. Deswegen ist es zwar schon irgendwie, ich habe mal unter einem Video, hat ja jemand kommentiert, geh doch mal in die Küche, da hast du über 1000 Sachen und das ist einfach wahr. Ich habe so viele Sachen hier, aber die Küche ist, ich sage eigentlich fast bei jeder Sache, dass es mein Problem ist. Das sind aber immer andere Gründe. Also beim Schlafzimmer ist es mein Problem, dass ich mir halt denke, Kleidung kannst du immer brauchen. Und auch wenn es Sachen sind, in denen ich mich nicht 1000% wohlfühle, denke ich mir halt, ja gut, bevor ich irgendwann dann sowas kaufe oder bevor ich mir jetzt Kleidung kaufen muss, benutze ich halt das, was da ist. Und irgendwann trägt sich das ja auch ab. Das heißt, je mehr ich habe, desto langsamer trägt sich mein Besitz ab. So. Das ist der Grund, warum ich im Schlafzimmer schwer ausmisten kann. In der Küche kann ich noch schwerer ausmisten, weil ich jemand bin, der super gerne kocht, mittlerweile auch super gerne backt. Und so gern ich auch versuchen würde, minimalistisch Geschirr und Zeug zu nutzen, ja, sehe ich halt auch irgendwo den Komfort, das ganze Zeug zu haben. Ich hätte am liebsten ganz viele Besteckteile für verschiedene Anlässe. Ich hätte am liebsten, und das wird auch über kurz oder lang irgendwann in nächster Zeit bei mir einziehen, ist eine Küchenmaschine, weil ich habe zwar momentan diesen Handrührer, aber mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Das heißt, die meisten Sachen, die ich rühre, rühre ich tatsächlich mit bloßer Hand, außer wenn es jetzt irgendwie darum geht, Sahne aufzuschlagen oder sowas, dann nehme ich schon den Rührer. Aber der Rührer ist halt auch einfach mega unpraktisch, weil der hat, glaube ich, 7 Stufen oder so und Stufe 1 ist schon Explosion. Also der rührt dann sich zu Tode und spritzt alles voll. Also es ist furchtbar, eigentlich kann man das Ding nicht benutzen. Und eigentlich träume ich auch schon seit Jahren von einem Thermomix, bin aber bisher immer zu geizig dafür gewesen. Deswegen wird es, glaube ich, schon erstmal eine gute Küchenmaschine sein. Ich hätte gerne eine größere Kaffeemaschine, also mit Mahlwerk, aber dafür würde die andere Maschine ja dann ausziehen. Das heißt, es wäre nichts, was dann zusätzlich, sag ich mal, einziehen würde. Aber was Schüsseln und Maschinen und Zeug angeht, bin ich manchmal ein bisschen, zumindest in Gedanken, schwer zu bremsen. Und deswegen fällt es mir da schon schwer, tatsächlich wirklich was auszumisten. Deswegen bin ich umso stolzer auf meinen Flaschenverschluss und diese beiden Messerchen. Und vielleicht kriege ich es ja irgendwie hin, in nächster Zeit auch noch ein paar andere Sachen aus der Küche zu finden. Ich weiß, wo meine Probleme liegen. Ich habe viele Schüsseln, ich habe viele Teller und ich habe vor allem viel Besteck, weil wir haben ja nicht nur das Besteck, was wir hier in der Schublade haben, sondern, und das haben wir halt von unseren Schwieger, also von meinen Schwiegereltern. Autsch. Von meinen Schwiegereltern haben wir zum Einzug, glaube ich, war das, einen Koffer mit Besteck bekommen. Und das ist richtig schönes Besteck. Und natürlich haben wir hinter uns ausreichend Besteck für, wenn wir mal Besuch haben, weil wir kriegen halt nicht so viel Besuch, was unter anderem daran liegt, dass unser Tisch zu klein ist, unsere Wohnung zu klein ist und nicht so viele Leute hier reinpassen irgendwie.
Aber wenn wir mal mehr Besuch haben und mein Ziel ist es wirklich, irgendwann genug Platz zu haben, dass ich auch mal die ganze Familie einladen kann, dass ich auch mal mehrere Freunde einladen kann. Ich würde so gerne für ganz viele Menschen kochen. Ich hätte da so Lust drauf. Und da zum einen brauche ich dann auch ein bisschen mehr Geschirr und Besteck und zum anderen ist es halt auch irgendwie was Besonderes und das möchte ich nicht weggeben. Auch wenn es ein doppeltes Besteckservice ist, sage ich jetzt mal. Aber ich möchte es behalten, weil es mir Freude macht, auch wenn ich es jetzt erstmal nicht benutze und weil ich es super schön finde. Und das sind halt Sachen, die die Anzahl in der Küche weit in die Höhe treiben. Aber das sind auch Sachen, von denen ich mich nicht trennen möchte. Ja, das ist so der Zwiespalt bei einigen Sachen, was mich und den Minimalismus angeht, weil ich halt viele Sachen habe, die ich auch unbedingt behalten möchte. Deswegen sage ich auch immer wieder, werde ich nie ein. Ja, ich will nicht sagen, ich werde nie ein Minimalist sein, weil Minimalismus ja auch irgendwo Definitionssache ist. Also ich finde, Minimalist ist man nicht nur, wenn man nur, keine Ahnung, 200 Sachen zu Hause hat und eine kahle Wohnung mit kaum Deko und ja, klinisch sauber. Ich finde, Minimalismus bedeutet ja viel mehr. Es bedeutet ja nur das zu kaufen, was man wirklich braucht. Nur das zu besitzen, was man braucht und was einen glücklich macht. Und ja, vor allem halt so eine Art Grundordnung zu haben. Und ich finde, für eine Grundordnung kann ich auch das Geschirr und die Maschinen haben, die ich gerne hätte in der Küche, solange ich einen Platz dafür habe und solange alles seinen Platz hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist bei mir halt definitiv noch nicht der Fall. Zumindest findet nicht alles immer seinen Platz und da muss ich noch drauf hinarbeiten. Ich finde übrigens, wo wir gerade bei Dingen sind, die man mag, eine meiner Inspirationen zum Thema Minimalismus ganz am Anfang war ja typisch Cézé, wenn ihr den Kanal kennt auf YouTube. Und sie hatte eine Ausmistreihe, die ich weiß nicht, ob sie da mittlerweile auch geupdatet hat, aber damals hatte sie eine Ausmistreihe auf YouTube, die hieß Nur was ich mag. Da gibt es auch ein Buch zu, das ich habe und ich finde, das beschreibt so ziemlich meine Vorstellung, wie ich mir mein zukünftiges minimalistisches Leben oder meinen Weg dahin, sag ich mal, vorstelle. Nicht, dass ich alles aussortiere, was ich jetzt selten benutze oder so, sondern dass ich nur das habe, was ich mag. Und das, was ich brauche, natürlich. Also es gibt natürlich auch Sachen, die man vielleicht nicht so mag, aber die man braucht. Ich hänge jetzt nicht unbedingt an einem Nagelclipser oder so, aber den brauche ich nun mal, auf jetzt ganz blöd gesagt. Ja, also nur was ich brauche und nur was ich mag, sind so ziemlich die zusammenfassenden Phrasen, die ich wichtig finde. Genau. Ja, um jetzt wieder zurückzukommen zum Thema, ich habe nämlich noch was, das war noch nicht alles. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, Trommelwirbel, zwei Sachen auszusortieren, die zum einen mittlerweile, also am Anfang fand ich die super praktisch und fand die auch wichtig. Zum anderen sind die aber auch mittlerweile ein bisschen kaputt, waren teilweise schon am Anfang kaputt und irgendwie gefallen sie mir auch nicht mehr so wirklich. Die Rede ist von meinen Herdabdeckplatten hier. Jetzt seht ihr euch selbst. Hallo, hallo. Hier wurde die eine wurde ja schon hier oben geliefert mit einer abgesplitterten Ecke. Das heißt, schon seit ich das Ding habe, ist da oben dieses Klebeband drüber. Aber ich dachte mir, warum soll ich das jetzt zurückschicken und ein neues ordern, wenn das neue vielleicht auch wieder kaputt ist? Ich meine, das Ding ist aus Glas, der Transport ist vielleicht schwieriger. Ich mache da einfach dieses Klebeband drüber. Ist mir egal, wenn es nicht so schön aussieht. Ich wollte das auf jeden Fall behalten aus verschiedenen Gründen. Und dann ist aber auch, zum einen sind mir hier an den Ecken die Stopper teilweise abgebrochen. Also hier waren überall, wie hier, diese Silikonstopper dran. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, jetzt. Die waren an jeder Seite. Und irgendwann habe ich dann angefangen, die abgebrochenen Stopper mit solchen Filzfüßchen. Das hier ist jetzt total verrutscht. Und es sieht auch ultra eklig aus. Ich weiß gar nicht, was es ist. Dreck ist es nicht. Ich glaube, das ist von der Hitze, weil mir manchmal auch die Herdplatte ein bisschen angegangen ist darunter. Also diese Filzstopper dran zu machen, dass es nicht ganz so auf dem Herd rumrutscht. Vor allem, weil es halt teilweise noch dran war und teilweise nicht. Die sind aber immer verrutscht und es hat nicht wirklich gehalten. Dann habe ich es geschafft, eine Herdplatte darunter mal komplett anzuschalten. Die wurde richtig heiß, hat mir den ganzen Belag weggeschmolzen.
Dann ist es hier halt, also die ganzen Flecken sind ebenfalls von der Hitze. Es sieht aus, als wäre es dreckig, aber ist es nicht. Dann ist es irgendwie die Musterung zwar ähnlich unserer... ich sehe jetzt gerade, dass der Hintergrund richtig vermüllt ist. Es tut mir leid. Ich habe den Herd noch nicht sauber gemacht nach dem Kochen. Die Musterung ist ähnlich wie unsere Küchenarbeitsplatte, aber ist auch ähnlich leicht. Ich mag es, dass man dort den Dreck nicht so sieht, aber ich mag es auch nicht, dass man den Dreck nicht sieht, weil wenn man ihn nicht sieht, ist er trotzdem da und wenn ich dann drüber fahre mit der Hand, merke ich, da ist dreckig. Wenn ich irgendwie sehen würde, ist es dreckig, würde ich es gleich wegmachen, so sehe ich es nicht und sehe es dann erst hinterher irgendwie, ja, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Auf jeden Fall war ich überhaupt nicht mehr glücklich mit den beiden Dingern. Ich werde mal schauen, ob ich einen Ersatz finde, beziehungsweise habe schon was im Hinterkopf, was ich da bestellen könnte als Ersatz, was praktischer ist, sodass der Herd trotzdem geschützt ist, weil da gerne die Katzen drüber laufen, manchmal auch schon geschafft haben, den Herd anzuschalten, weil es eben so ein Touchfeld ist. Aber die zwei kommen jetzt auf jeden Fall mal weg und das sind dann die letzten beiden Sachen für heute. Falls ihr mitgezählt habt, sagt mir gerne euer Ergebnis. Trommelwirbel. Also es könnte natürlich durchaus besser sein. Eigentlich hatte ich gehofft, diese Woche direkt mit der 51 weiterzumachen. Das ist mir leider nicht gelungen. Aber immerhin habe ich es gerade so geschafft, in den orangenen Bereich zu kommen. Wir sind nämlich bei 25 Sachen angelangt. Es geht natürlich schlechter, aber es ginge natürlich auch deutlich besser und ich habe mir fest vorgenommen, nächste Woche wieder in der roten Kategorie unterwegs zu sein. Ob ich die 51 gleich schaffe, weiß ich nicht, weil heute als schon wieder Dienstag ist. Am Wochenende habe ich wieder keine Zeit, weil ich sowohl am Samstag als auch am Sonntag verplant bin. Es ist jetzt momentan an den Wochenenden ein bisschen schwierig, obwohl die ja eigentlich der wichtigste Faktor sind, weil da habe ich eigentlich am meisten Zeit. Aber gut, vielleicht schaffe ich wenigstens die 40 oder so, das wäre schon mal nicht schlecht. Aber naja, das ist Zukunftsmusik. Jetzt sind wir erstmal bei 25 angelangt. Es ist tatsächlich mehr, als ich befürchtet hatte, aber es ist weniger, als ich erhofft hatte. Schreibt mir gerne wieder in die Kommentare, was bei euch diese Woche so gegangen ist, wie erfolgreich ihr wart. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens nächsten Mittwoch wieder mit dem nächsten Ergebnis am Minimalismus-Mittwoch. Am Samstag gibt es für euch das nächste Project Pan. Das war mittlerweile schon zweite in diesem Jahr, ja. Und ich bin gespannt, wie erfolgreich ich war. Ich weiß von einigen Sachen jetzt schon, dass ich sie nicht benutzt habe, aber da möchte ich jetzt nicht zu sehr spoilern. Also schaltet gerne ein am Samstag, wenn es euch interessiert. Ansonsten dann nächsten Mittwoch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall und wir sehen uns bald. Bis dann.